Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS17 Hauptfachprojekt zusammen mit dem Garderol, mit dem Werner von den Burning Gamers und zusammen mit dem Randy. Hallo. 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 So, boah, immer den Berg rauffahren, der zieht hier an der Leistung. Was haben wir denn Schönes gemacht in der letzten Folge? Wir haben weiter Mais abgefahren und, Garderol, was hast du für eine Heldentat vollbracht? Ja, ich habe es endlich hinbekommen, die Tankstelle zu befüllen. Man sollte es kaum glauben. Es hat nur 7 Folgen gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. So viel zum Thema Kompetenz. Gut Ding braucht Weile. Ja, ja. So, und jetzt kann ich festfahren oder irgendwas anderes mal machen. Du kannst dir aussuchen, was du machen möchtest. Möchtest du fahren oder der Randy kann bestimmt auch irgendwann abgelöst werden in dem Maisexler. Folge geht noch. Mir egal. Oder du kannst festfahren. Es ist egal. Festfahren ist, glaube ich, gerade frei. Ja, dann fahre ich ein paar Mal hin und her. Das können wir ja machen. Und dann kann ich auch mal was abholen. Ja, dann lass uns gleich tauschen, wenn du keine Lust mehr hast. Willst du abholen fahren? Weil dein Traktor ist halt PS stärker, ne? Der ist aber nicht schneller. Guck mal. Lass anfahren hier, guck. Okay, ich fahr selber. Danke. Ne? Siehst du ein. Kommt da nicht vom Fleck, ey. Ja, ja. Merkst du selber. Langsamer. Oh. Ja, der Ansgar, der ist immer ein bisschen schnell beim Abfahren. Ja, ich bin noch neu in der Branche. Ich bin noch nicht so erfahren, was meinst. Jungspund. Abfahren angeht, ja. Absoluter Jungspund. So, ah, diese Ansgar-Videos sind ja die mit den Themen, wo Ansgar immer Themen mitbringt. Was hast du denn dieses Mal mitgebracht? Ansgar hat sogar ein Thema. Ja, ich habe ein Thema. Wolltest du mich da gerade reinreiten? Oder war das. Nee? Ja, sowas wird er gerade auch nicht rein. So. Wow. Ich habe einen witzigen GameStar-Artikel gelesen, wo sich ein Entwickler. Endlich mal wieder Geld, Leute. Das haben wir noch nie gehabt als Thema. Ach, Geld? Oh, okay. Da hat sich ein Entwickler beschwert, dass er irgendwie einem Streamer oder sowas 5.000 Euro, glaube ich, gegeben hat. Und der Streamer hat dann gesagt, dass er eigentlich gar keine Lust auf das Spiel hat und hat dann unterirdisches Gameplay abgeliefert und dafür das Geld kassiert. Und da war der Unternehmer oder der Entwickler wohl sehr, sehr traurig drüber. Jetzt kurz gefragt, war das Total Biscuit? Nein. Das es geht nur um nicht. Das Spiel Everspace? Genau, Everspace, ja. Nie gehört. Everspace, ja, doch, und da hängt das haben wir vorher Total Biscuit auch mit drin, aber das war nicht der Fall. Ja, aber was hat der damit zu tun? Total Biscuit hat, also in dem GameStar-Artikel wurde geschrieben, dass Total Biscuit auch ein Video darüber gemacht hat, aber halt not sponsored. Und er sich da auch ein bisschen drüber ausgelassen hat und der Entwickler das auf der Konferenz auch irgendwie als du Troll meinst, aufgefasst hat. Ach, du meinst also so eine Sache wie zum Beispiel jemand, der so ein Spiel zeigt, der nimmt ein Entwickler das hin und gibt die Kohle stattdessen aus für irgendwelche Schwachsinnstypen, die das Spiel spielen. Meinst du dieses Thema? Nee. Nicht? Das klang gerade so. Ne? Also das ist jemand, der das spielt, also der Everspace vielleicht auch mag und so, natürlich dann sehr, sehr verärgert ist, wenn er dann sieht, dass so ein Placement-Geld für Schwachsinn ausgegeben wird, wie in diesem Fall. Ich dachte, darauf wird es hinaus. Aber gut, dann bin ich wieder ruhig. Im Endeffekt, hast du das jetzt gerade noch so im Kopf, Ansgar? Ich habe die Story eigentlich so erzählt. Es war ein bisschen viel Geschwafel dann da um dieses Thema rum, aber da viel mehr gab es da ja gar nicht. Ja, die haben sich halt geärgert und haben gesagt, in Zukunft wolle man das dann anders handhaben. Man muss halt dazu sagen, ganz kurz, dass der Streamer hat 5.000 Euro pro Stunde bekommen und wollte dann halt das dann 2 Stunden gezeigt. Ne? Ja. Also fünfstelliger Betrag ist auf alle Fälle da. 10K halt. Und dann kamen Aussagen vom Streamer wie, ich muss jetzt aufhören, Destiny 2 zu spielen, weil ich einen gesponserten Stream für ein Weltraumspiel mache. Ich mag keine Weltraumspiele. Aussage des Streamers. Aber das passt gut zum Thema vom letzten Mal. Wie ein Vollidiot, laut Aussage des Entwicklers. Das passt aber gut zum Thema vom letzten Mal, wo ich ja auch sagte, also das sollte man wirklich nur machen, wenn man dahinter steht. Ja, klar. Aber die Frage ist halt auch, warum der Hersteller oder auch diese Firma genau explizit diesen Streamer angeschrieben hatte. Ja, also das wundert mich auch. Aber das ist das, was ich nicht verstehe. Scheint im Trend zu liegen im Moment. Ja, ich bin ja ruhig. Ich bin ruhig. Gesagt. Ja, es wird halt diese übliche Komponente. Ich schraub mir den nächsten Hupen ran, häng mir einen Pelz um und geh in eine Höhle. Dann krieg ich auch Geld. Was? Ist richtig. Du musst ja nur noch die Dinger spritzen lassen. Ja, ja, ich sag ja. Obwohl, wenn ich noch weiter esse, dann Randy, wir zwei. Ja, ja. So, Man-Boobs. Macht euch keine Hoffnung. Nee, im Endeffekt, es wird, denke ich mal, die übliche Komponente gewesen sein, Reichweite. Wie groß war denn der? Everspace ist ja eher so Indie. Ich würde jetzt mal in die Richtung Indie schicken wollen.
ne, vielleicht Entwickler, ja, der gerade mit Influencer-Marketing noch absolut gar keine Ahnung hat und halt den nächstbesten genommen hat, oder die nächstbesten, da einfach mal Kohle ausgehauen hat. Und dann haben sie halt mal das Echo gemerkt oder gesehen, dass das nicht immer so, so pralle ist. Und jetzt haben sie dementsprechend was dazugelernt. Ich meines Erachtens nach sehr teures Lehrgeld. Wie groß war denn das? Aber anscheinend war das Geld ja da. Ja, das steht, glaube ich, nicht in dem Bericht drin. Okay. Weil also jetzt nur das ist jetzt Spekulation. Das ist ja jetzt, also für die Zuschauer zur Einordnung, ich meine, ich darf jetzt keine Geschäftsgeheimnisse breittreten oder so, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ab einer bestimmten Größe für Livestreams das ein unüblicher Betrag wäre. Ja? Also es ist nicht so, dass wir jetzt darüber überrascht wären, dass da 5.000 Euro fließen, sondern es geht eher darum zu sagen, wohin. Ja? Das nur mal kurz, nicht, dass da jetzt falsche Eindrücke entstehen. Obwohl ich sagen muss, das gab es im deutschen Raum genauso. Vor zwei bis drei Wochen sein, oder ach, drei Wochen mindestens, kam von PUBG die Mobile-Version raus. Oh. Und PUBG ist ja mittlerweile so zweitplatziert, ne, Fortnite ist ja mittlerweile so Plebo-Spiel. Entschuldigung, alle Fortnite-Fans, jetzt bitte nicht haten. Ja. Hate ist aus. Und zu spät. Fortnite ist willkommen. so ein Spiel, was einfach jeder hin zum Kunst spielt, weil es halt kostenlos ist. Und da ist halt PUBG dann extrem abgeschlagen. Und die haben da halt eine Mobile-Version rausgebracht. Und sie sind dann mit Montana Black sind die dann in Kooperation getreten. Ein paar YouTube-Videos. Weil ich meine, was muss man Montana Black ja lassen? Er ist ja ziemlich ehrlich und offen, was solche Themen angeht. Mhm. Und er ist dann mit denen in eine Kooperation getreten. Da ging es halt um ein paar YouTube-Videos und dementsprechend zweimal zwei Stunden Livestream. Und daraus wurde sogar ein Livestream-Highlight gemacht von den Leuten, die der da hat. Ja, und da hat dann auch den Livestream gestartet über PUBG, über Sandy. Ja, da hast du schon halt so richtig gemerkt, ne? Also Lust war keine vorhanden. Dann sehr viel Scheiße und sehr viel rumgedrollt. Und dann irgendwie, wenn es nach zwei Stunden waren, es war ja alles noch zusammengeschnitten, ja, dann am Ende nochmal so kurz sich selber verrecken lassen, also komplett auf dumm tun und dann Doppelklick auf Fortnite und dann war die Sache vorbei. Kohle einkassiert und boah. Aber du hast bei diesen Streams gesehen, dass ausdrücklich vereinbart war, dass er den Titel Fortnite nicht nutzen, also nicht sagen darf. Aber, was ja viele nicht wissen, was aber auch in diesem Zusammenschnitt gesehen oder zu sehen war, dass er im Stream-Chat geschrieben hat, dass wir später noch Fortnite spielen. Ja. Das war, ob das nicht so eine feine Art ist, mit Kooperation umzugehen, das mag man jetzt mal anzuzweifeln. Aber anscheinend lassen sich ja die Entwicklerfirmen oder Agenturen gefallen. Sag mal, Ansgar, passiert das häufig, dass du die Ladung ein bisschen zu früh verlierst, oder? Frag nur. Wo bleibt das Oh-Wow von Werner? Irgendwas ist da nicht richtig. Ich hatte es gerade im Kopf. Ist schon vorbei? Ich wollte aber nichts dazu sagen. Ich mach mal deinen Dreck da weg und dann können wir ja mal tauschen. Ja. Gerne. Ja, ich finde sowas einfach ziemlich scheiße, muss ich ehrlich sagen. Also, das macht man doch nicht, oder? Ja, vor allem, das zieht also, ja die Leute, die in Anführungszeichen seriöses Kooperationen anstreben, auf vernünftiger Basis, auch mit runter, ne? So ein Scheiß. Und da muss man sich nochmal eins überlegen. 10.000 Euro oder so, ja? Also so ein Montana Black kriegt natürlich auch ein bisschen mehr, ne? Für so eine Sache. Also lass da mal 15.000... Also unter 5 Stelle ging da nichts. Ja, lass da mal 15.000 geflossen sein. Sagen wir mal ins Grob. So. Da geht ein wirklicher Malocher, ja, im Ruhrpott. Der geht ein ganzes Jahr für arbeiten. Das finde ich absolut respektlos. Also... Das ist nicht nur auf Montana bezogen, ne? Also das muss man klar verstehen. Das sieht man so oft und das finde ich... Nee. Geht gar nicht, tut mir leid. Ja, also ich finde unabhängig davon, wer jetzt was verdient, man hält sich an Vereinbarungen und wenn man keine Lust auf was hat, dann macht man es einfach nicht. Egal wie viel Kohle da winkt, ist meine Meinung, ist jetzt vielleicht... Da sagen dann viele Leute vielleicht, oh, bist du dumm, da musst du doch mitnehmen, die Kohle und sowas, aber finde ich jetzt nicht. Ja. Amen. Ja, finde ich so. Ach, hör mir mit Amen auf. Ich habe so viel Amen gehört die letzten paar Monate, ich habe genug von Amen. Aber hast du wenigstens dann am Ende mal deinen komischen Keks in der Küche gekriegt? Ich doch nicht. Alter. Aber das war schon respektlos, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Den komischen Keks.
Ist das nicht immer so, oder? Dass er dann rumgeht und die Kekse da in deine Gusche, naja. Ja, das sind aber keine Kekse, das sind keine Kekse. Nein, also das ist ja schon wirklich, also für Christen hart an der Grenze, Renni. Ja, für mich auch. Also. Was ist denn, ja, Entschuldigung, liebe Christen, dass es hart an der Grenze ist. Also es ist eine Oblate, das ist sozusagen Esspapier, ja. Das wird auch aufwendig hergestellt. Es gibt da wirklich Manufakturen her und die unterscheiden sich auch durchaus im Geschmack und werden dann in großen Mengen dann entsprechend eingekauft. Und das Symbolbild ist der Leib Christi, der sich für die Christen da hat ans Kreuz hängen lassen, um die Sünden aufzuheben. Und du sagst hier Kekse verteilen, das ist, passt nicht so ganz. Also bei allem Respekt vor Atheismus oder nicht Respekt oder wie auch immer, aber es gibt so... Ja, also ist es Esspapier mit dem Jesuskreuz drauf? Nein, ist, der Glaube besagt, dass durch die Segnung des Priesters sich das in Jesu Leib verwandelt sozusagen. Genauso wie der Wein, der da zur Kommunion zumindest, kriegst du den ja, ne? Da darfst du auch mal ein bisschen Wein trinken, auch wenn du erst 12 bist, halt das Blutsein repräsentieren soll. Das ist ein symbolischer Akt, um dem Tod Christi zu gedenken. So sieht's nämlich aus. Naja, also dementsprechend Kekse. Ja. Alter. Handy. Alter. Beratungsresistent heißt das. Ja, und das ist, ja, du musst es doch einfach mal simpel ausdrücken. Ich habe mit der Kirche und Religion... Nee, das sind aber keine Kekse. Kekse ist ein Spaßgebäck. Das war jetzt wirklich sehr, also sehr, soll ich sagen... Also, wenn du zur Kommunion gehst, arbeitest du dich anderthalb Jahre mit, weiß nicht, ob es heute noch so ist, mit Kommunionsgruppen darauf vor, du kriegst da Unterricht für diese Symbolik und das gibt vielen Menschen Halt und Hoffnung und das würde ich nicht so einfach so abtun. Unabhängig davon, ob man das System Kirche gut oder schlecht findet, weiß ich nicht. Oh, yeah. Ja, es geht mir nur darum, wie man das als Außenstehender sieht. Als Außenstehender sehe ich, okay, der Mann geht rum. Und der, ne, entweder hat er einen Beutel offen, wo du eine Mark reinschmeißen sollst, ne, für einen guten Klon. Oder er steckt dir halt irgendwas in die Kusche, dann halt dieses symbolische Bild. Ja, oder er spritzt halt mit Wasser rum, ne, was halt geweiht ist. Ja. Ne, so, das, so sehe ich das als Außenständischer und so, ne, so wirkt das. Da auf mich. Ja, wenn man dir ins Wohnzimmer da guckt, dann sieht man da jemanden vom Theater dahinter steckt. Das mag ja alles schön und gut sein, aber das. Bringt sie ja nicht auf den Punkt. Ja, aber wenn man bei dir ins Wohnzimmer guckt, da sieht man einen Typen sitzen, der sitzt vorm PC, hat ein Headset auf und redet mit irgendjemandem, man sieht aber keinen, mit dem er redet. Also so hat alles, was man irgendwie von außen sieht, ohne Kontext, möglicherweise eine etwas andere Wirkung, ne? Also das... Und ganz kurz, der Galdrun hat ja auch eine besondere Verbindung, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu dem Ganzen, denn du warst ja lange Messdiener oder sowas, kann das sein? Wo ist er jetzt drauf? Ist das so gewesen? Ich hab... Abfahren bitte. War ich früher, ja, aber das hat aber nichts mit Verbindung zu tun. Ich bin mittlerweile auch, sagen wir mal, also ich habe mit dem auch nicht mehr viel am Hut, sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube schon, dass da irgendwas gibt, was vielleicht irgendwie so uns spirituell oder in irgendeiner Form leiten sollte, ein Gesellschaftsbild auch prägen sollte, aber das vermag die Kirche nicht mehr. Kann ich mir vorstellen, nur ich wollte da nochmal, also das meine ich jetzt mal erzählt oder sowas, deswegen dachte ich, was dann eine besondere Verbindung. Sekunde mal, RBR, wie Radau hier um mich rum? Die Katze, man kennt sie. Der Tontechniker. Ah, der Tontechniker. Diesmal ist nicht der Wasserkocher, nee. Was ist dieses Mal? Das möchte ich nicht sagen. Okay. Das könnte nur komisch klingen, wenn es jetzt leider ist, egal. Oh. Was haben wir denn? 8, 9, 10? Ja, zwischen 8 und 9. Haben wir eigentlich eine Waschanlage auf dem Hof? Nee. Dann lass uns doch mal so einen Kercher kaufen. Den haben wir. Ach, den haben wir schon. Den kleinen Kercher haben wir, ja. Dann beschreib doch mal genau wo. Wenn du auf unseren Hof kommst, auf die Betonplatte, direkt rechts. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Halb in der Hecke. Ja. Da ist das Ding hier auch schon fertig verdichtet. Da hat der Herr schon gute Vorarbeit geleistet hier. Ich glaube, wenn ich mit meinem schweren Gerät da drauf fahre, dann... Mit dem schweren. Das waren bestimmt die Radgewichte, die haben, die haben den Drive ausgemacht. Der Lars, der hat ja auch so einen Podcast, ne? Kennst du den? Andy?
Ne. Also ja, vom Sehen her in Anführung, also ich habe da jetzt mal was gelesen, dass da was ist, aber gehört noch nie hinein. Okay, muss ich mal schicken. Das wäre durchaus freundlich. Aber die Folge ist vorbei, wir haben das über die Kutsche gelernt, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, noch hat's nicht gehupt. Hä? Doch, ist es aber schon soweit. Also, ein paar Sekunden mehr auf der Uhr, okay. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schreibt auch eine Meinung zu den Keksen gerne in die Kommentare und ansonsten gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gern einen Daumen nach oben da und schreibt gern zu den angesprochenen Themen auch einen Kommentar und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dahin sagen wir tschüss. 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 Huch. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.